Yay. Spaß haben. Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es ein kleines Unboxing und zwar vom Gaming-Headset Lioncast LX20. Ja, ganz kurz vorneweg, es besitzt einen 50mm Vollbereichstreiber, hochwertige Metallelemente, die hier verbaut sind. Es besitzt auch ein Memory Foam Ohrpolster, ich glaube, das hat man so ausgesprochen. Der Frequenzbereich geht von 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Logischerweise Farbe schwarz. Außerdem rotes Logo enthalten und rotes Innenleben oder innen die Polsterung innen. Es besitzt außerdem eine Kabelfernbedienung, wie man hier erkennen kann. Da kann man sich muten, also das Mikrofon kann man stumm schalten, das kann man wieder aktivieren. Man kann die Lautstärke regulieren, also laut und leiser drehen. Das Mikrofon kann man jetzt hier nicht ganz so gut erkennen, aber das kann man abnehmen. Man kann auch die Ohrpolster hier abmachen, reinigen eventuell. Das ganze Headset ist kompatibel mit PC, Mac, PS4, Xbox One und Switch. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze mal aus. Ja, wenn wir das Ganze herausholen, fehlt hier nur noch die Anleitung. Ansonsten können wir den Karton erstmal zur Seite legen. So, hier haben wir einmal die Anleitung. Können wir erstmal zur Seite legen. Außerdem hier unten nochmal eine Anleitung zur Sicherheit vom Headset. Ja, ich würde sagen, wir befreien das Ganze jetzt mal noch von der Folienverpackung. Ja, wenn wir das Ganze ausgepackt haben, sehen wir hier das mitgelieferte ansteckbare und abnehmbare Mikrofon. Schön eingepackt für den Transport. Auch das Kabel oder beziehungsweise das Adapterkabel für den PC extra eingepackt. Und ja, das werde ich erstmal nicht brauchen, denn ich spiele über den Laptop, wie ihr vielleicht schon mal mitgekriegt habt. Deswegen lege ich das erstmal beiseite. Ja, und dann kommen wir natürlich noch zum Headset an sich. Es hat 1,3 Meter Kabel. Hier vorne halt einen normalen 3,5 Millimeter AUX-Stecker. Normal, den man auch ans Handy, an den Laptop oder an ein Tablet anstecken kann. Ja, eine Seite, die Folie nehmen wir jetzt mal ab. Dann haben wir jetzt hier das Mikrofon, das holen wir mal noch raus. Nehmen wir uns jetzt erst einmal das Headset an sich vor. Und zwar haben wir hier erstmal das Headset mit 1,3 Meter Kabel. Es hat eine Stoffummantelung. Hier nochmal eine Fernbedienung. Wenn man hier dran rumdreht, kann man lauter und leiser stellen. Ich gucke gerade, dass man das dann gut erkennen kann auf dem Video. Hier kann man lauter leiser stellen. Hier haben wir den Mute oder Entmute Button. Und wenn wir uns muten wollen, also das Mikrofon anschalten wollen, müssen wir den Schalter hierher schieben, zum Ausschalten hierher schieben. Ja, dann haben wir hier unten neben dem Kabel haben wir hier die Ansteckbuchse für das Mikrofon, das abnehmbare. Wir können hier links und rechts jeweils die Größe einstellen, wie man das braucht, wenn man es angenehm auf den Kopf tragen will. Und ja, innen ist es so eine, ein bisschen lederartig, auch hier oben am Bügel, lederartige Verkleidung. Doch gehen wir jetzt mal rüber zum Ansteckmikrofon. Ja, das Ansteckmikrofon hat hier einen normalen Anschluss. Das Ganze hat einen sogenannten Windschutz, damit man, wenn man mal versehentlich ins Mikrofon atmet, damit dann später kein Rauschen vom Wind quasi ankommt im Teamspeak oder in der Aufnahme. Ja, das Ganze ist biegbar, also ich kann es ohne Probleme in jede Position biegen. Und da bleibt es dann auch. Nach oben, nach unten, nach links, nach rechts geht das. Und das Headset kann man natürlich auch als Kopfhörer normal verwenden, wenn man das Mikrofon halt nicht angesteckt hat. Das kann man dann unterwegs verwenden, kann man sich um den Kopf hängen und dann halt ans Handy anstecken und unterwegs Musik hören. Allerdings hat man halt das Problem dann noch, dass man dann die
Fernbedienung quasi noch irgendwie verstecken muss. Vielleicht fädelt man sich das dann unter dem T-Shirt oder dem Pulli lang und da kann man das dann ein bisschen verstecken. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal über zum Soundtest am Laptop. So Leute, wir sind jetzt im Game drinne, wir sind jetzt in Minecraft drinne und ich habe mein normales Aufnahmeprogramm mal gestartet, meine Aufnahme laufen lassen, damit ihr wisst, wie sowas oder wie das Mikrofon jetzt im Video klingen würde. Und ja, zu bemerken ist vielleicht auch, dass das Mikrofon ja ansteckbar ist und abnehmbar dadurch auch. Das heißt, es kann sein, dass da diverse Tonprobleme vielleicht auftreten könnten, aber das ist eigentlich nicht das Problem. Ja Leute, das war's für dieses Review oder für dieses Unboxing und diesen Mikrofontest. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen, es hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich über eine kleine Bewertung freuen und damit ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen könnt, dann empfehle ich euch, mich zu abonnieren, das ist kostenlos und ja, so verpasst ihr keine Videos mehr. Tut auch sicherheitshalber mal die Glocke aktivieren, die findet ihr rechts neben dem Abo-Button. Und ja, da werdet ihr auch jedes Mal benachrichtigt und könnt alle Videos von mir angucken. Ja Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Aber halt, eines noch zu bemerken, die Unboxing an der Aufnahmen, die habe ich mit meiner Freizeit, mit meiner Knipse gemacht. Das heißt, die Qualität dürfte nicht gerade die beste sein. Ich hoffe natürlich, es ist halbwegs verständlich geworden, die Tonqualität und so. Und die Bildqualität natürlich ebenso. Aber Leute, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.